Kaum habe ich die weichen Arme von Mrs. Sherlock Holmes verlassen, da treibt mich doch mein launisches Schicksal ausgerechnet in die ihres Gatten. Hallo, mein Freund. Essen Sie mit mir zu Abend. Wir haben uns doch seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ein Gefühl von Unsicherheit macht sich breit in meinem Gesicht. Auf Sherlocks Lippen ein dünnes Lächeln. Ich weiß schon, Sie haben noch ein Rendezvous. Wenn ich jetzt Nein sage, errege ich Verdacht. Wenn ich Ja sage, wirkt es, als wollte ich dem Verdacht ausweichen. Also meine Freundin kann ja auch ein bisschen warten. 8 oder 9. Und wenn sie sich nicht auch um 9 freut, dass ich komme, dann müsste ich mir die Mühe ja nicht machen. Er legt seine Hände auf meine Schultern und starrt mich an. Stottern Sie nicht. Das war eine Falle. Sie gehen gar nicht zum Rendezvous. Sie kommen von dort. Ein Schauder kriecht über meinen Körper und lässt alle Haare zu Berge stehen. Scherz beiseite, gehen wir ins Restaurant. Wir hätten Sie auch gerne zu Hause empfangen, aber unser Mädchen hat Ausgang. Vorerst scheine ich gerettet. Die Suppe über bleibt mein Freund stumm. Vielleicht grübelt er auch über irgendeinen Fall. Irgendwann tritt er mir dann leicht ans Schienbein. Das ist der Beweis. Es geht wieder los. Der unbestreitbare, der unwiderlegbare Beweis, dass Sie gerade von einem Rendezvous kommen. Ihre Stiefel sind nur halb zugeknöpft. Vielleicht wurden Sie auch fast auf frischer Tat ertappt, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich, denn Ihre Krawatte wurde gebunden von einer Frauenhand, jedenfalls von einer Person, die keinen gut englischen Windsor-Knoten beherrscht. Ihre Krawattennadel hat Sie außerdem vergessen. Ich versuche zu lächeln. Eine Frau hätte schlichtweg ihre Haarnadel verwenden können. Alle Frauen benutzen doch Haarnadeln. Ihre Freundin aber nicht. Sie wissen das nicht, aber einige englische Frauen haben sogar eine Liga gegen Haarnadeln gebildet. Davon abgesehen, Perückenträger benutzen ebenfalls keine Haarnadeln. Ich sollte das wissen, meine Frau trägt auch eine. Ach was. Es macht ihm Spaß, mich auf kleiner Flamme zu rösten. Und welcher Idiot hat mich direkt ans Fenster gesetzt? Ein eiskalter Luftzug durchdringt mich bis ins Mark. Ich ziehe mein Taschentuch heraus und lasse ein zweites fallen, mit weißer Spitze verziert. Kaum größer als ein Blatt und etwas kleiner als meine Hand. Ah. Sherlock legt es auf den Tisch und studiert es. Das Taschentuch einer Frau. Dann grinst er. Anfängerfehler, sich von einem Taschentuch verraten zu lassen. Schlag nach bei Shakespeare, hm? Ich dachte, das gäbe es nur noch in der Oper. Ich will ja nicht aufdringlich sein. Aber darf ich mir das einmal ansehen? Natürlich, es ist sauber. Ich fange an zu pfeifen, um meine Fassung zu bewahren. Ich höre wieder auf, damit man nicht merkt, dass ich um Fassung ringe. Man könnte eine Fliege summen hören, doch selbst diese dreckigen Biester sind viel zu eingeschüchtert dazu. In der lähmenden Stille rast mein Herz wie ein Motor im 4. Gang. Sie ist die Frau von jemandem, der misstrauisch und klug ist. Das Tuch hat keine Initialen. Ich stürze erleichtert 2 Glas herunter. Sherlock riecht an dem Taschentuch und hält es dann sanft an meine Nase. Was riechen Sie da? Es riecht derart aufdringlich nach Kongo-Parfum, dass man den 15 Tage alten Fasan, den man uns serviert hat, auch als Taube anbieten könnte. Jetzt hat die Jagd in der Tat begonnen. Ja, was rieche ich da? Glücklicherweise hört Sherlock seinen Gesprächspartner nie zu. Die Fragen, die er ihnen stellt, sind die Antworten, die er sich selbst gibt. Also ich rieche überhaupt nichts. Demnach muss es ein Geruch sein, den ich bereits gewohnt bin. Kongo zum Beispiel, das Parfum von meiner Frau. Wer noch nie unter eine Dampfwalze geraten ist, kann sich den Druck nicht vorstellen, der mein Herz in diesem Augenblick plattquetscht. Ich beuge mich über meinen Teller und versuche vergeblich, in der quälenden Stille meinen Appetit wiederzufinden. Sherlock starrt mich weiter nur an. Ein Haar. Ich betrachte seinen Teller. Bestimmt kein Haar, das ist doch Lauch. Ohne zu antworten, steht er auf, streckt seine Hand nach mir aus und präsentiert mir zwischen Daumen und Zeigefinger, nachdem er ihn vom Kragen meines Mantels gezupft hat, einen goldenen Faden, seidig und fein, kurz. Eines jener Haare, wie nur eine geliebte Frau es gut und gerne auf der Schulter ihres Liebhabers hinterlassen haben mag. Na, was haben wir denn hier? Ich versuche gleichgültig zu klingen. Wie Sie gesagt haben, es ist ein Haar. Er legt es auf die weiße Tischdecke. Ich nutze den kalten Luftzug in meinem Rücken, um mir den Anschein eines Niesanfalls zu geben, der das verdammte Ding vom Tisch wehen soll. Es erhebt sich wie eine Schlange auf ihrem Schwanz, aber ohne den Tisch zu verlassen. Machen Sie das nochmal. Was? Niesen. Wenn Sie niesen wollen, dann niesen Sie gefälligst selbst. Es erhebt sich wieder,
Vielleicht noch ein bisschen höher, bleibt aber auf dem Tisch. Es ist ein Perückenhaar. Die Haarwurzel klebt. Das Haar liegt zwischen uns wie eine Leiche. Sie scheint jetzt schon länger tot als lebendig. Sherlock leert sein Glas und benutzt es als Lupe, trotz meiner Versuche, ihm einen Chablis einzuschenken, der allerdings auch fürchterlich schmeckt. Es ist das Haar meiner Frau. Eine hübsche Dame wie Mrs. Sherlock Holmes. Sie schmeicheln mir. Er sieht mich mitleidig an. Mein armer Freund, wir sprechen von einer Irin, die keine Bar auslassen kann. Der Tod ist besser als diese Ungewissheit. Ich mag keinen langsamen Tod. Und schon gar nicht in Gegenwart eines dummen Jungen, der mir zuhören und helfen will. Gut. Ich stehe auf und starr ihn an. Sagen Sie mir, was passiert ist. In zwei Worten. Sie kommen von einem Rendezvous. Mein Anblick erschreckt Sie, also haben Sie kein Interesse, dass ich erfahre, wessen Gunst Sie genießen. Ihre Stiefel sind offen, also haben Sie sie nicht zugeknöpft. Es ist der Tag, an dem unser Mädchen Ausgang hat und meine Frau allein lässt. Sie nehmen ein Taschentuch heraus, das meiner Frau gehört. Ich finde auf ihrer Schulter ein Haar ihrer schönsten Perücke. Also? Meine Augen drehen sich einwärts. Die Zeit vergeht im umgekehrten Verhältnis zum Herzschlag. Also? Noch immer starrt er mich an, mit den Augen einer Boa, die einen Ochsen verschlingt. Schlussfolgern Sie selber? Ich lehne mich in meinen Stuhl zurück und streichle fieberhaft den Griff meines Revolvers. Ein ausgezeichneter Browning mit 12 Schuss. Pechsache. Er ist nicht geladen. Also gib es zu, mein armer Freund, ich mach dir keinen Vorwurf. Du hast ein Verhältnis mit unserem Mädchen. Herr Ober, wo stecken Sie denn? Ich brülle hier seit einer Stunde. Bringen Sie Champagner! Sie hörten Um Haaresbreite. Eine Geschichte von Jean Giraudoux, veröffentlicht 1908 unter den Namen Jean Cordelier und Charles Evrard. Mit Stefan Holz als Dr. Watson und Rüdiger Janssen als Sherlock Holmes. Hörspielbearbeitung, Übersetzung und Schnitt Rüdiger Janssen. Eine MOA-Theaterproduktion 2021.